Jo, Leute, was geht? Euer Schützenfutze hier zu einer neuen Runde Dota Autochess. So, ich kam ganz komischerweise, weil ich heute viel zu tun hatte, kam ich jetzt erst um 23:30 abends zum Aufnehmen. Ist ein bisschen spät, würde ich mal behaupten, aber was soll man tun? Ja, ich nehme jetzt gerade am Mittwochabend sagen oder Mittwochnacht die Folge für Donnerstag 18 Uhr auf. Und das Problem ist, ich werde von Freitagnachmittag bis Sonntagabend nicht da sein. Das heißt also, ich muss jetzt dann Donnerstag 3 Folgen aufnehmen. Also Freitag früh noch. Ich würde gerne die Montagfolge auch schon fertig haben, 4 Folgen. Die werde ich vorproduzieren. Deswegen wird auch wahrscheinlich am Wochenende auch keine 12 Uhr irgendwie irgendwas da kommen. Ich glaube, ich habe noch irgendwas so auf Lager, wo ich noch eine Folge rauskloppen kann, wo ich auch irgendwas angezockt habe. Ist heute auch schon eine Woche alt, die Aufnahme. Ich habe es irgendwie nicht hochgeladen, weil ich nicht dazu kam. Wenn ich dann eh schon so viel hochlade, dann schmeiße ich das noch dazwischen. Das merkt man dann kaum selber, wenn man es hochlädt. Vom Arbeitsaufwand. Und ja, das wird dann kommen. Vielleicht noch. Ich weiß schon gerade gar nicht mehr, was haben wir denn gezockt. Ich muss erstmal nachgucken. Also ich hoffe, ich erzähle jetzt gar keine Scheiße. Aber ich habe so irgendein Gefühl. Idle Racing Go, stimmt. Das habe ich noch angezockt. Das habe ich noch nicht hochgeladen. Das war nämlich auch sehr interessant. Das kommt auf jeden Fall am Wochenende dann mit. Vielleicht wird das auch nochmal weiter angezockt, weil irgendwie war das ganz cool. Muss ich einfach mal schauen. Oh, ich darf ja noch gar keine 3 haben. Upsi. Ich konnte ja nur 3 kaufen. Aber ja, mit den beiden sollten wir auch erstmal auskommen. Wir müssen auch mal schauen. Hier, ne? Wir haben jetzt einen Bounty Hunter. Hier hat noch einer ein. Hier, das ist ein Tiny, ne? Und ein Mars. Wir müssen gucken. Ja, hier ist auch gefährlich, dass es nicht so viele Goblin-Spieler gibt. Weil wir wollen ja im Moment all in auf Goblins gehen, ne? Das ist halt die Sache. Und ich habe gesehen, wir sind schon wieder bei 316 Abonnenten. Irgendwie haben wir im Moment nochmal einen sehr guten Anstieg bekommen. Erstmal danke für alle Ankömmlinge. Auf jeden Fall danke an alle, die jetzt neu auf unserem Kanal hier sind oder auf unserem Channel. Und ja, ach ja, was ich sagen wollte, Leute. Alle, die jetzt das Video sehen und vielleicht auch Anime-Fans sind oder so. Ich werde halt am Samstag in Düsseldorf auf dem Japan-Tag sein. Falls ihr da auch seid, ihr könnt mir gerne auf Instagram jetzt vorher nochmal schreiben. Von mir aus kann man sich auch mal treffen, mal so eine Runde da quatschen oder sonst was. Kann ja auch mal ganz cool sein. Ja, kann ja sein, dass irgendwer sagt, oi, ich fahre da auch hin und dann... Oder er wohnt in Düsseldorf und denkt, ja gut, dann komme ich mal vorbei oder irgendwie sowas. Sowas wäre halt lustig oder, sag ich mal, cool. Kann man ja mal schauen, ob da irgendwer aus der Community auch ist. Weil bei von 300 Leuten... Das hört sich komisch an, aber ich vermute mal, das ist schon fast wahrscheinlich, dass da jemand sein wird, weil es einfach so eine große Veranstaltung so in der Gegend ist, kann man sagen. Dass irgendwer, irgendeiner, einen muss es geben, der da auch vielleicht sein Unwesen treibt. So denke ich mir das auf jeden Fall. So, ich müsste aber hier mal besser ziehen. Ah, Bounty Hunter und dann Bounty Hunter machen wir mal. Zack. Und den erstmal. Zack. Irgendwie sehr komisch, was ich jetzt aufgebaut habe hier. Also, ne, falls jemand auf dem Japan-Tag ist, einfach mal mir auf Instagram schreiben. Oder hier in die Kommentare könnt ihr auch reintickern. Da kann man sich trotzdem irgendwie mal absprechen. Weil, ja. Ist einfach eine coole Veranstaltung. Und da noch Leute zu treffen, die so vielleicht hier im Stream aktiv sind, so, ist, finde ich, immer eine coole Sache. Und, was ich noch erzählen wollte. Ich habe jetzt mein erstes fertiges Design bekommen. Ich weiß nur nicht, wie ich das in ein T-Shirt-Design umwandeln kann. Oder... werde oder sonst wie. Das kann ich euch gleich mal zeigen. Da muss ich raus haben. Leckt es zwar eure die Aufnahmen an sich, aber ihr seht dann gleich das Bild eingeblendet. Ihr wisst, wie vorbereitet ich bin, was ich für Editing Skills habe. Deswegen mache ich das alles einfach mitten im Video. So wie es halt bei mir irgendwie immer ist. Ne, muss ich ja mal ehrlich zugeben. Ich bin da ja immer sehr, sehr gut vorbereitet hier, wenn es um irgendwas geht. Dann schauen wir mal. Wartet. Hier raus. Es leckt es kurz für euch. Sage ich hier, Bild, Quelle hinzufügen, neue Quelle hinzufügen. So, ich habe nämlich schon, nämlich jetzt ein Bild bekommen. Desktop. So, das hier haben wir zum Beispiel. Ist groß. Ein wenig größer. Zack. Ich hoffe, euch interessiert der Kampf nicht so. Das hier interessiert euch vielleicht viel mehr. Ich finde, das ist echt heftig geworden. Ich muss sagen, das Piratenschiff ist richtig gut geworden. Wenn man sich das hier mal so anschaut. So, und dann habe ich gedacht, was für Version kann ich denn das noch umändern? Ich füge jetzt mal noch ein Bild hinzu. Dann blende ich das mal gleich kurz aus.
Ich habe gedacht, man kann den vielleicht. Oh, warte, ich muss mal ganz kurz. Nee, ich muss noch nicht spielen. Warte, wir können das mal ausblenden. Nee, das ausblenden. So, jetzt spielen wir mal kurz wieder. Wir kombinieren hier gleich alles, Leute. Einmal das Komplettpaket kann man hier nur bei mir kriegen, ne? Immer sehr interessant. So, dann setzen wir die erstmal hin. Also, unser Feld hier ist sehr durchwachsen. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Bräuchte halt noch eine Assassin. Da ist ein Assassin. So. Und ich brauche unbedingt noch hier Goblins. So, ich tappe nochmal raus, auch wenn ihr vielleicht den Fight sehen wollt, aber ich dachte mir, um sowas auf dem T-Shirt vernünftig zu bringen. Weil irgendwie die Figur ist, finde ich, richtig gut geworden an sich, aber ich dachte, man stellt die hier so aufs Geländer und dann sieht man viel mehr vom Schiff. Was haltet ihr davon? Also ich persönlich finde das irgendwie geil. Es gibt ja viele, die mögen sowas Buntes auf T-Shirt nicht, aber ich würde es irgendwie cool finden. Ich habe schon überlegt, sogar, ob ich das so cool finde, ob ich das vielleicht irgendwo hier mit reinpacke. Wisst ihr, wie ich meine? Dass ich sage, ey, hier kommt immer, wenn das, oder, ne, hier kommt immer das Schiff so mit rein. Sieht irgendwie cool aus, oder? So ein eigenes Schiffchen da unten. Lass das jetzt mal drinne. Ich finde es irgendwie, ist eine coole Idee. Passt halt da unten so gut rein. So. Hier ist nichts, aber ich muss halt nochmal ein bisschen rerollen. Ah, nicht wegen dem Tinker, aber, ich möchte den hier gerne noch ersetzen. Oh, noch ein Tinker. Wie macht denn der Sniper sich gar nicht, ne? Zack. Nächster Reroll. Oh, es gibt's doch nicht, ey. Wir müssen doch noch irgendwas an Goblins hier kriegen. Das Spiel kann uns doch nicht so darauf sitzen lassen hier, ey. Das gibt's nicht. So, wir haben halt Assassinen, ne? Hier ist noch eine Assassine. Ich überlege gerade. Möchte ich einfach sechs Assassinen und sonst Goblins gehen oder irgendwie sowas? Eigentlich auch nicht, ne? Ist eigentlich weniger mein Plan. Oh ja, das Schiff da unten ist wahrscheinlich auch ganz schön klein so. Also die Figur ist so sehr klein. Bin halt am überlegen, wie ich das halt am besten dann auf ein T-Shirt packe. Ob ich das dann halt so, wie es da ist, halt drauf packe. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Bin dann noch ein bisschen überlegen. Des Weiteren, ich möchte das ja nicht machen, damit Leute nur mein Merch kaufen. Ich möchte das ja für die Leute machen, die zum Beispiel Stream donaten wollen. Da sage ich dann, ey, donatet doch nicht 20 Euro, kauft euch lieber für 20 Euro ein T-Shirt. Ich möchte, dass die T-Shirts auch so preiswert angeboten werden. Sagen wir mal, dass sie vielleicht Produktionskosten dann. Oh, was ist denn hier los? Drei Purions? Was will ich denn damit? Ich sage, ich habe Produktionskosten vielleicht von 10 Euro. Und ich möchte das ja nicht machen, um wirklich mich selber viel zu bereichern. Aber ich würde dann sagen, okay, wenn ich so eine Produktionskosten habe, würde ich sagen, okay, 20 Euro so ein T-Shirt oder sowas. Aber wenn ich sage, ich habe 20 Euro Produktionskosten, dann würde ich jetzt aber auch nicht auf 30 oder 40 Euro hochgehen. Würde ich auch nur so sagen, 25 Euro. Sodass es halt noch fair irgendwie ist für ein T-Shirt gleichzeitig. Und ich möchte das halt einfach nur so aufbauen in Richtung, ja, wer mir donaten will, kann das darüber gerne tun. Ach, ich kann den Tinker übrigens upgraden, ich Idiot. Sei ich voll verscheckt. Das habe ich versteckt, weil ich jetzt gerade schon wieder darüber geredet habe. Ja, genau, und deswegen da. Das Problem ist halt, da habe ich noch ein paar Designkosten und sowas, ne? Weil ich wollte ja auch ein paar vernünftige Designs haben. Hier finde ich, ist das Schiff sehr, sehr gut geworden. Vielleicht tausche ich da auch einfach nur nochmal die Figur aus und bald das Schiff auf jeden Fall. Des Weiteren auf dem Komplettbild, was ihr ja gesehen habt. Die Wolken und so, finde ich, sind da richtig, richtig heftig geworden. Ich bin froh, dass ich hier gerade gewonnen habe, ne? Weil der Tinker 2, der macht nochmal ein Different des Todes. Weitere muss ich auch gleich schon wieder aufleveln. Dann könnte ich vielleicht nochmal hier den Morphling oder so draufbringen. Auf jeden Fall müssen wir jetzt Early Level 6 machen, auf jeden Fall, damit wir weiter gewinnen hier. Ich bin auch nur noch Knight 5, ne? Das merkt man irgendwie. Weil ich gewinne im Early mal so viel, ne? Muss man ja ehrlich sagen. Daran merkt man, okay, ich bin schon wieder abgestiegen. Weil da passiert mir das irgendwie immer so. Niedriger ich vom Rang bin, ja, desto besser läuft es auch bei mir, weil, ja. Glaube ich. Spiel mich so auf Knight 8 im Moment ein, so vom Skill-Niveau. Ich glaube, ich bin nicht mal so. Bishop kann trotzdem jeder kommen, weil man kann ab Knight 8 mal schnell auf Bishop hochlacken. Indem man einfach nur gute Runden hat. Geht ganz schnell. Bishop kann jeder kommen. Man muss halt nur, ja, sagen wir mal, wenn man so 30, 40 Runden gemacht hat in Dota Autotest, dann kennt man eigentlich so gut wie alles. Wenn man halt auch alles ausprobiert hat. Ich habe ja sehr viel auch ausprobiert in den ersten Videos. Ich habe halt sehr wenig Variationen drinne. Aber ich baue halt so gerne so bestimmte Einheiten. Venomancer baue ich im Moment sehr gerne. Hier Witch Doctor baue ich sehr gerne. Goblins baue ich sehr gerne. Assassin eigentlich nicht. Das ist gerade ein Sonderfall. Ich habe irgendwie gerade Bock drauf gehabt, Assassin mal wieder zu gehen. Ich habe auch die eine Folge, bin ich im Hunter gegangen. Jetzt dachte ich hier Assassin. Weil auch wenn ich natürlich sehr gerne auch auf den Season-Rang hier gehen würde. Wo konnte ich denn das einsehen eigentlich? Müssen wir gleich nochmal gucken. Ne? Hiervon brauche ich nicht. Leaderboard. Nee, hier Season 1. Geht bis zum
30.06., ja, ist noch ein Monat hin. Und ja, hier oben möchte ich mich halt auch mit einpendeln. Aber so wichtig, ne, ist es mir halt im Moment nicht. Also noch nicht. Das kommt dann halt noch nach und nach und von daher alles entspannt. Ich bin da ja auch eher locker drauf, dass ich sage, okay, ich muss mir da keinen Stress machen. Ich spiele lieber in der Community so ein paar Treurunden oder so. Und dann hat sich die Sache. So. Ja, habe ich zu den... Da genau zu dieser Merch-Idee habe ich alles gesagt. Also ich möchte das halt nicht nur wirklich als Merch machen. Ich möchte das halt auch gleichzeitig machen, so als Dankeschön für die, die donaten wollen. Auch wenn ich natürlich dann nicht die kompletten Donate kriege, aber wie gesagt, diesen Mehrwertaustausch, wie ich an der Video schon gesagt habe, den möchte ich halt einfach schaffen, ne? Möchte nicht einfach ins leere Geld bekommen, ohne dass ihr halt daraus irgendwas, ohne dass ihr daraus irgendwie was kriegt, so. Das finde ich doof. So. Jetzt überlege ich gerade Magic Hit Damage. Das hier Mana, Venomancer. Blade of Attack hier hinten einfach. Ach, einfach drauf. Einfach drauf da. Das ist lustig, wenn man Assassins hat, Warlock ganz komisch mit rein und Goblins erstmal baut. Hm. Es funktioniert auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja genau, dazu habe ich alles gesagt. Es wäre noch, ich überlege auch, ob ich noch irgendwas anderes an... Ich überlege, ob es noch irgendein Produkt gibt, wo ich sage, ey, das ist vielleicht preiswert in der Herstellung und das ist einfach nur zum Unterstützen sozusagen da. Einfach nur, damit man sagen kann, ey, ihr kriegt auch was dafür, weil... Ich habe ja gesagt, so, wenn man mir 80 Euro donatet oder so, wir sind Satanic, ich glaube, das waren ungefähr 80 Euro nur eher alleine. Bin ich jetzt falsch? Oder waren es insgesamt 80 Euro von allen? Bin mir gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall, oder sagen wir 40 Euro so von so Einzelfällen und sowas, denke ich mir auch so, okay, auch wenn man jetzt sagt, okay, 40 Euro, dafür gehe ich vielleicht 4 Stunden arbeiten oder so, aber trotzdem, das ist ja trotzdem ein Investment, wisst ihr, wie ich meine? Sozusagen, dass jemand für mich 4 Stunden arbeiten gegangen. Und kriegt daraus halt nichts. Natürlich, wenn jetzt schon sagen, ja, aber die Unterhaltung oder den Stream. Aber ich würde es ja auch machen, wenn ich kein Geld dafür kriege. Ist ja so, dass ich im Moment... Okay, das ist ein schlechtes Beispiel. Ich sage, ich kriege im Moment auch keine Donations und Stream, aber ich bin im Moment sehr unregelmäßig mit Stream. War ich aber am Anfang auch schon. Also, da kann man mir jetzt, glaube ich, auch nichts vorwerfen. Nur, ja, das wird jetzt auch so langsam halt wieder aufgebaut. War jetzt halt so, dass ich irgendwie auch ein bisschen, ich hatte also eh schon nicht viel Zeit, aber wenn ich Zeit hatte, war ich im Moment auch irgendwie ein bisschen demotiviert. Ich weiß gar nicht warum. Ich war so weit motiviert, dass ich wenigstens meine 18 Uhr Folge immer mache. Und ja, dann war, im Moment hatte ich, ich weiß nicht, warum ich so wenig Zeit hatte, aber dann hat man sich hier und da mal mit jemandem getroffen. Dann hat man mal das und das gemacht, dann hat man mal wieder mit alten Kollegen gezockt und so weiter. Wenn man mal wieder so einen League of Legends Tag macht oder so, ist, geht ganz schnell die Zeit rum. So, am Wochenende auch und so, wenn man mit Kollegen einfach mal ins Ranked geht und einfach mal durchqueut. So, das ist irgendwie, ja, da geht die Zeit schnell auch mal drauf. Ja, das macht man halt dann einfach mal so. Und als ich halt mit YouTube angefangen habe, davor habe ich das halt sehr intensiv gemacht. Und das ist dann halt so ein bisschen abgeflacht über Zeit jetzt. So, dass man, also dass man das halt weniger gemacht hat, weil ich gesagt habe, ey, ich möchte mich eher auf YouTube noch nebenbei konzentrieren, weil es mir auch Spaß macht. Weitere möchte ich natürlich nicht so meine... Freunde vernachlässigen, aber ja, dann hat man halt vielleicht nur am Wochenende mal eine Runde gezockt oder so. Was konnte man mit leben, war in Ordnung, war ein bisschen entspannter. Anstatt, dass man jeden Tag die ganze Zeit so miteinander redet, das ist auch, also den Leuten, mit denen ich unterwegs bin, so geht es, da kann man das machen, aber man kennt das ja, ne, dass man sagt so, jetzt hänge ich schon seit 3 Monaten jeden Tag mit derselben Person rum, das ist ja auch, das ist ja jetzt komisch. Weil es ist ja so eine normale, so Kumpels unter Freunden so. Das kann man aber trotzdem gut vergleichen wie eine Beziehung zwischen Mann und Frau oder was auch immer, ne? Weil man einfach sagen kann, okay, es ist so, wenn man eine Freundin oder eine Frau hat, wenn man die jetzt, stellt euch vor, ihr würdet nicht arbeiten gehen, die den ganzen Tag sehen, die ganze Zeit mit der reden, dann würde man auch irgendwann, ja, davon genervt sein. Und dann gibt's halt so Leute, mit denen könnte man die ganze Zeit abhängen, ne? Und alles cool. Und so ist es halt. Ja, trotzdem, das ging ein bisschen zurück, ist trotzdem auch, habe ich glaube ich schon Timmersol übersehen, kann das sein? Naja, egal. Und das ist dann halt so, ne, dass man halt guckt, okay, wie passt es überall, denn wir gehen auch alle arbeiten, auch teilweise unterschiedliche Uhrzeiten, dann gibt es welche aus dem Schichtsystem arbeiten und so weiter, ne, und das, wenn man sich da dann mal trifft am Wochenende zum Zocken, irgendwo auf einem Teamspeak oder in League of Legends oder so, dann freut man sich schon. Ich habe auch im Moment dann noch mit denselben Leuten sogar viel Anno gespielt und Anno ist einfach so geil, der neue Teil. Ich habe schon überlegt, ob ich dazu auch ein paar Videos mache. Bin mir aber nicht sicher, wie die dann ankommen und die könnte ich auch wahrscheinlich erst nächste Woche aufnehmen.
Kommt halt drauf an, wie viel Zeit ich investiere, noch Donnerstagnachmittag und Freitagvormittag. Wo ich Freitag auch schon wieder einen stressigen Tag habe. Obwohl wir eigentlich erst nachmittags mit dem Zug losfahren wollen, aber ja, ich muss noch zum Friseur, da wollte ich hin. Dann wollte ich noch T-Shirts abholen, die wir uns so bedruckt haben für den Tag. Aber ganz simpel, also ohne das neue Design leider erstmal, weil es zu kurzfristig war. Ich hätte gerne schon das neue Design getragen, muss ich ja ehrlich sagen, ne? Und was soll ich denn sagen? Dann überlege ich die ganze Zeit, wie ich am besten das mit dem Turnier aufbaue, wann, ne, wo, was. Hab schon geguckt, wo man vielleicht so ein paar Sponsoren findet. Darüber möchte ich jetzt aber noch nicht reden, weil das macht man irgendwie. Ich finde, das macht man nicht so. Haben halt schon ein bisschen geguckt. Eine Sache kann ich nur nennen, weil die auch schon im Stream und so erwähnt wurde. Die hat mir der gute Crisis, glaube ich, empfohlen. Hier mit, wie heißt es denn? Mit Lim hieß es, glaube ich. Irgendwie sowas. Das hat er mir empfohlen, das habe ich mir angeguckt. Den habe ich aber noch nicht geschrieben. Aber die Sponsor, machen auch Sponsoring so für kleine YouTuber und so. Deswegen, also meinte er, deswegen dachte ich mir, ich guck's mir mal an. Gerade auch für so ein Turnier. Wie gesagt, ich möchte halt auch da Gewinne für die Community und so haben. Und ja, ich wollte noch mit anderen YouTuber connecten, das habe ich auch noch nicht gemacht. Wie gesagt, das wird interessant. So, die Wolfrunde hier verliere ich sogar auch, ne? Das ist heftig. Auch wenn der Morphling vielleicht nochmal wegulten kann, aber auf Dauer, oh doch, die Ulti war sehr, sehr stark. Ich wollte gerade sagen, auf Dauer bringt ihn das auch nicht weiter, aber es war wirklich not bad. So, wie war denn das? Das hier, hierzu können wir machen auf der Phantom, sag ich schon, auf der Queen of Pain. Ich glaube, das ist ganz angenehm, da jetzt so ein, hier, wie heißt es, Dagon-Speer oder Dragon-Speer zu haben. Dragon, ja, genau. Und genau, dieses ganze Organisatorische und sowas, was ich im Moment auch mache, nebenbei für meinen YouTube-Channel. Wo ich gedacht hätte am Anfang so, hä? Warum machen Leute sowas? So nach dem Motto, wisst ihr? Ja. Das hält mich im Moment irgendwie auch ein bisschen auf. Aber ich möchte halt alles vernünftig aufbauen. Ich bin jemand, der mag das nicht, wenn man nur was Halbes und nichts Ganzes macht. Bin ich nicht so ein Fan von und das, ja, ich kann es nicht leiden. Deswegen, bin zwar im Moment so, dass ich wirklich viele Projekte habe, wo ich sage, das ist noch nichts Halbes und nichts Ganzes. Aber auf Zukunft gesehen kommt da auf jeden Fall mehr. Das Ding ist nur die Sache, dass es erstmal alles aufgebaut werden muss. Das ist mein Problem. Das ist das einzige Problem, was wir haben. Es muss erstmal alles stehen und funktionieren und dann wird weitergeschaut. So, der Venomancer hat hier leider nicht viel geschafft, die auch nicht. Oh, die Losing Streak hier des Grauens, ey. Des Grauens. Ah, nimmst du den hier noch mit oder so? Komm, schön. Ach, du kannst ja noch mehr gönnen, wenn du gerade dabei bist. Genau, mach so. Wenn uns einer besiegt, ist okay wegen der obwohl, wir haben gar keinen Losing Streak. Aber ist okay, wir haben jetzt 50 Gold, wir haben 72 Leben, wir sind echt fein. Auch wenn wir jetzt aufleveln wollen, aber ja, kommt hin mit dem Gold. Ah, Moment. Kaufe ich. Grade ich ab. Level ich. Auf ich. Setze ich. Und ich verkaufe erstmal nichts. Aber es wird sich höchstwahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich doch noch was verkaufen muss hier. Wird wahrscheinlich auch der Morphling sein. Wenn ich halt gewinne, nur die Enchantress, ne? Und wenn ich verliere, der Morphling. So. Wir haben da sind nämlich mit draufgebacken, damit wir weniger Schaden kriegen. Weil es im Moment keine Einheit gibt, die uns richtig buffen würde. Ja, gegen hier so ein Feld. Mit den Kriegern hier. Was sollen wir da machen? Tobi, wo ist er? Hier, Stufe 8. Was soll man dagegen machen im Moment, ne? Da sind wir einfach nicht stark genug für. Ja, da haben wir hier gleich mal die erste Einheit wieder raus. Auch wenn er hier. Warte, er ist gesilenced? Da kommt doch jetzt. Obwohl, warte mal, ich gewinne, ne? Ach, ganz ehrlich, das ist doch doof. Jetzt habe ich sogar noch gewonnen. Ich dachte, ich verliere das hart. So, wo haben wir gekämpft? Wir haben hier gekämpft, ne? Hier hat er sich verteidigt, okay. Man muss ja immer so ein bisschen die anderen Leute auch abchecken, was die so machen und so weiter, ne? Kennt man ja aus dem Spiel hier so. Der ist fertig. Den hier können wir leider nicht hier brauchen, weil wir haben ja die Queen. Ich würde jetzt gerne nochmal kurz rerollen. Ja, sowas hier. Das sowas habe ich noch gesucht. Dann nehmen wir doch den Dazzle raus und packen lieber die drauf. Und ja, hier Assassins ist in Ordnung. Der Venomancer passt zwar nicht ganz dazu, aber ja, haben oder nicht haben, ne?
Der Witch Doctor ist im Moment auch noch sehr used, oder den brauchen wir insgesamt gar nicht. Reroll ich hier lieber nochmal rein und nochmal. Nehme noch ein Tinkerchen mit. Ich hoffe ja mal, ich gewinne hier noch. Ja, sieht gut aus. Sehr schön. Der Venomancer hier auf Stufe 2 ist schon mal eine ganz andere Hausnummer und mal ganz anders stark. Ich glaube, der tauscht noch den Platz mit der Queen of Pain. Ich könnte natürlich hier den Venomancer jetzt weiterkaufen, aber würde nicht passen. Da kaufe ich hier lieber den Tinker weiter und bin fein oder safe die Runde auch nicht, weil ich möchte halt gerne die Phantom Assassin auch noch schnell ziehen. Des Weiteren müssen wir aber auch Stufe 8 machen, deswegen wir brauchen jetzt wieder Gold und ja, Winning Streak kommt halt und deswegen können wir halt noch so ein paar Spiele reinmachen. Wir müssen dann wirklich auch nur ernsthaft diese Winning Streak aufbauen. Den hier brauchen wir aber, genauso wie den anderen Undead Warlock, damit wir halt hier die Undead Combo noch aufbauen, ne? Und die Warlock Combo halt haben. Das ist halt noch Pflicht gewesen jetzt. Das war die letzte Einheit, die wirklich noch Pflicht war zu kaufen. So, des Weiteren wollte ich hier noch Plätze tauschen. So, du startest von da und du von da. Ne, dass die so reinspringen einfach. Aus den Ecken, dann, ja, werden die vielleicht nicht angesprungen. Hoffe ich mal. Ich hoffe, das funktioniert so gut. Hiernach ist dann auch wieder Mob-Runde. Da haben wir dann wieder 50 Gold. Da können wir entspannt machen. Da müssen wir nichts rerollen, gar nichts. Heißt hiernach easy 50 Gold. Wir könnten natürlich auch noch ein paar Einheiten verkaufen und das besser ausbauen. Macht der uns unknown, heißt der. Wer ist denn das? Oh, der Erstplatzierte im Moment. Das ist der Erstplatzierte im Moment. Eieiei, das tut natürlich weh. Da hätte man vielleicht doch lieber einen Dazzle gehabt. So, wo kämpfe ich eigentlich? Hier, ne? Hier haben wir komplett, hier sind wir rübergestompt, das ist schon mal schön zu sehen. Ach, ich muss auch gucken, die Elfen-Kombo wird nicht, eine Templar-Assassin hätte ich gerne noch. Ja, dann muss ich mir ja noch einen Viper holen, ne? Habe ich 6 Stück? Das wird ganz schön eng, unser Feld. Ah, komm, hier können wir, wir sparen, wir müssen auch Platz machen für die ganzen Einheiten halt, die wir haben wollen, ne? Müssen wir ja mal ganz ehrlich sagen, wir sparen jetzt. Wir sparen das jetzt vernünftig hoch, weil sonst bin ich jetzt hier, ich glaube, dieser Tobi-Care hier, der ist bestimmt schon bald Stufe 9. Der hat zwar jetzt hier, der hat hier schon 8 Krieger, wenn er den 9. Krieger auf dem Feld hat, läuft bei dem halt heftig, ne? Da fehlt nur noch der Tiny und der ist hier wunschlos glücklich mit 9 Kriegern. Problem ist, er hat 20 Leben dann noch, was mich wundert. Er muss jetzt halt einfach nur noch aufleveln, dann ist er halt durch mit der Krieger-Kombo und dann muss er einfach darauf hoffen, dass er mit 9 Kriegern hier jetzt was reißt in Runde 20, was eigentlich der Fall sein sollte. Hier, die Mob-Runde hier sollte gar kein Problem für uns sein. Cloak ist nice. Und, na, gibst du mir auch noch was? Doubtshit ist auch nice. Mit dem Ring hier, ich ja schon fast auf einem Bounty Hunter, ey. Ich mag das irgendwie, wenn so ein Bounty Hunter einfach mal ein bisschen tanky ist, so. Ich finde das eigentlich immer ganz angenehm. Aber wir können natürlich jetzt hier auch den Clockwork gut ausrüsten, deswegen machen wir es lieber so. So, jetzt leveln wir wieder zweimal. Und spätestens Runde 23 sind wir dann auch mal Stufe 8, oh. Ist ein bisschen spät, aber hier die beiden sind zum Beispiel schon all-in gegangen. Die müssen sich jetzt erstmal wieder hochsparen. Ist natürlich jetzt sehr ungünstig, das so früh zu machen. Für den hier hat es sich vielleicht rentiert, weil er halt so hält es mit seinen 4 Mages für Humans, ne? Kann man vielleicht mal machen, aber overall bringt ihm das, glaube ich, erstmal nichts. Er kann jetzt noch vielleicht hier über alle drüber stompen noch, aber am Ende des Tages muss er halt schauen, wirklich, ne? War es das wirklich wert? So, hier mit Assassins und Hunter, richtig nervig. Der ist auch... Was hat der denn hier ganz genau mal zu gucken? Zeig mal deinen Kurier. Er hat ja wirklich hier 3 Hunter und 4 Assassins. Aua. Aua, aua. Die Hunter-Buffen auch nur Hunter, ne? All Friendly Hunter, Self-Edition, okay. Wenn nicht dieser Hunter-Buff auf die Assassinen übergehen würde, wäre es halt viel zu stark, ne? So, hier ist noch ein Veno, den nehmen wir gerne mit. Hier leveln wir, nächste Runde leveln wir das Ding zu Ende, dann werden wir auch wieder genug Gold haben, falls wir noch was kaufen müssen. Ein zweiter Venomancer war jetzt eigentlich nicht mein Ziel, den ich Stufe 2 kriege, aber im Notfall bauen wir ihn halt mit drauf, ne? Ich würde halt viel lieber gerne 6 Assassins kriegen, dafür fehlt mir die TA und ein Viper. So, den Tinker, da fehlt mir einer, für noch einen zweiten Stufe 2. Timber Source fehlen mir 2. Alchemist hätte ich gerne noch. Dann brauche ich ja den Venomancer, nicht Alchemist hätte. Jetzt wird es wieder kompliziert. Also Assassin Warlock mit Goblins sollte eigentlich noch gut machbar sein dann. Gut, verbauen wir nochmal was um. Aber hier, dieser Unknown, der rasiert auch so über uns drüber. Hier, deswegen sind alle auch so lowlife, weil der einfach jeden Stomp, wo er landet, ne? So, wir kämpfen hier. Da sind wir auch noch stärker. Wir kicken den schon fast da. Sehr angenehm, weil ja, wir müssen auch langsam mal hingehen, diese Runde hier. Hier, der, hier ist schon der erste raus. Diese Runde hier wird so viel gekämpft und gegenseitig rasiert.
Das ist echt heftig. So, zack und zack. Ja, was bringe ich jetzt erstmal drauf, ist die Frage. Dings, so. Den kaufe ich noch. Und hier Blades of Attack. Dann ruhig hier drauf. Einen Reroll gönne ich mir jetzt mal. Ein Viper, ne? Viperchen. Ich glaube, mehr als drei Goblins werde ich. Ah, werde ich mehr als drei Goblins kriegen? Uff. Werde ich. Glaube. Ich möchte diese drei Goblins gar nicht erst irgendwie noch überschreiten oder so. Wir bleiben so. Gegen den Dota-Captain, glaube ich, gewinnen wir. Ich hoffe jetzt mal. Habe ich jetzt einfach mal so gesagt, obwohl der halt noch über uns steht, aber. Oh ne, machen wir nicht. Gewinnen wir nicht mal. Aua. Der rasiert uns ja auch des Todes. Wir müssen langsam wirklich komplett all in gehen hier. Ist ja nervig, ey. Aua. Eine Runde können wir noch und dann all in. Dann sparen wir jetzt nochmal und dann lassen wir wenigstens Stufe 9 machen. Und vielleicht noch eine TA ziehen und. Oh, wartet mal. Wir können auch noch einen Laundry 2 machen, sehe ich gerade. Davon halte ich natürlich eigentlich nicht viel. Aber wenn der gerade so gezogen wurde, was ich halt jetzt erst gerafft habe, warum nicht? Warum denn nicht? Zack. Weil jetzt kann ich sie verkaufen, sie runternehmen. Den Tinker verkaufen wir mal, den runternehmen. Und jetzt haben wir hier die Beast-Kombo vernünftig aufgebaut. Ja, und der ist halt Stufe 2 direkt, ne? Was will man mehr? Die PA würde ich gerne mitnehmen hier. Die PA, sag ich schon, die Queen of Pain würde ich gerne mitnehmen. Aber die Phantom Assassin hier hätte ich gerne Stufe 2. Den würde ich behalten. Den Viper würde ich zur Sicherheit noch behalten. Die TA würde ich gerne ziehen. Oh, ich könnte den Tinker hier rauskloppen erstmal. Also sie ist halt auch nur so eine Art Lückenfüller. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt schon all in gehen muss, weil. Stufe 9 machen? Ist halt die Frage gerade. Ich glaube ja. Ich glaube, wir sollten jetzt Stufe 9 machen dann. Ich glaube, das wäre nicht dumm. Wir können halt keine Stufe 10 machen, wir müssen halt auf Stufe 9 gehen und dann komplett all in gehen. Weil ich habe einfach nur Angst, hier komplett rauszufliegen gegen. Da müssen wir einfach, ja. Risikoreich spielen. Hier haben wir noch gerade so gewonnen. Oh, hier ist noch, ne? Warlock-mäßig was am Start. Sehr cool. So, jetzt können wir nämlich den draufsetzen. Hier noch einen Warlock kaufen. Den ich auch gerne draufbringen würde, so. Ich könnte die hier erstmal runternehmen. Könnte ich die verkaufen und ihn holen. Und weiter rerollen. Jetzt könnte ich den nochmal upgraden. Und weiter rerollen. Jetzt könnte ich den nochmal holen. Die holen und den holen. Ich habe den 6er Assassin Bonus halt auch noch zur Verfügung dann. Ach ja, jetzt ist eh erstmal Mob-Runde. Ist nicht schlimm. Passt aber. Können wir nochmal kurz rerollen. Da ist der nächste. What? Was ist das für eine Hand? Wie mache ich das jetzt am klügsten? Wie baue ich denn das auf mit dieser Hand hier? What the fuck? Okay, wir müssen, glaube ich, Goblins abbauen. Ganz einfach gesagt, wir bauen einfach Goblins ab. Bauen hier Frontline ab, die beiden. Und bringen dafür lieber eine 6er Assassin-Kombo drauf. Kaufen dann hier den und mal kurz den hier. Rerollen das ganze Ding hier. Hoffen, dass wir jetzt hier nochmal was fertig kriegen. Mit Neo Tower würden wir. Ja, komm, wir machen das jetzt. Wie? Es geht nicht mehr. What? Und was wird hier runtergesetzt? What the fuck? Okay, das ist so lost. Hier kriegen wir jetzt richtig auf die Fresse. Ich hoffe nur, wir überleben es. Ich hoffe nur, wir überleben es. Bitte. Bitte, Spiel. Töte hier nochmal was. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier leben noch. What the fuck? Da wurden wir aber gerade gescammt, ey, des Todes. Eieiei. Das war ja heftig. Ich musste ganz schnell noch einen Viper verkaufen, um das zu retten. Uff. Wir leben noch. Aber ist nicht schlimm. Wir wollen Platz 3 holen und das holen wir uns jetzt auch. Den erkämpfen wir uns jetzt hier ehrenhaft. Zack. Mach das mal. So. Hier, zack. Hier, dich drauf. Dich wieder drauf. Dich wieder drauf. So, habe ich was vergessen? Ich habe 5 Assassins nur. Wer ist? Hier ist die 6. Wer muss dafür runter? Der hier, ne? So. Was habe ich jetzt? 6 und 3. Und hier noch ein Reroll. Hier noch ein Veno. Ein Veno noch. Dann wäre ich damit auch durch. Da ist auch noch ein Enigma und noch ein Reroll. Enigma. Oh. Falsche Einheit ausgerüstet ist schlimm. Jetzt rüstet man hier noch den Enigma aus.
Uff, ey, dieses Game ist insane. Ich hoffe, hier gewinne ich gegen Akarim. Ich habe halt 6er Assassin und Warlock. Ich hoffe mal, damit komme ich durch. Ja, sieht ganz gut aus. Ich würde halt den Venomancer gerne jetzt noch upgraden. Dann wäre ich komplett glücklich. So, die Shane Mill packen wir auch irgendwo auf den Nigma vorne drauf oder so. I don't know. Hier ist nichts dabei. Hier ist nichts dabei. Hier ist nichts dabei. Und hier ist nichts dabei. Das ist natürlich ungünstig. Der dabei ist. Unsere Frontline ist halt leider auch langsam ein bisschen schwach hier. Die beiden springen auch von hier. Die beiden von hier aus der Eck. So. Der hier steht halt komplett ungünstig. Der weiß nicht hier vielleicht hin. Er hier muss aber auch spawnen. Ich habe keine Frontline mehr, ne? Das ist halt mein Problem. Aber wenn ich jetzt hier noch eine Runde mehr überlebe oder wenigstens Dritter werde, bin ich froh. Weil wir haben 3 Warlocks und 6 Assassins. Was ist das für eine Kombo, ne? So, aber hier Elemental-Kombo sah ganz gut aus. Müssen wir das nur vernünftig hier dadurch halten können. Hier der Ex wurde noch gedingst. Ja, das sieht gut aus für uns. Das wird wieder unsere Runde. Wir warten halt nur darauf, Venomancer 3 zu kriegen. Enigma 2 zu kriegen, Phantom Assassin 2 zu kriegen. Wir warten hier gerade auf 3 Einheiten. Was auch nicht unwahrscheinlich ist, die noch zu ziehen. Und er hier ist halt nur Stufe 8. Da rüber ist Stufe 8. Also so sahnig ist bei dem auch nicht hier auf dem Feld, ne? Ich bin auf Pain, da brauchen wir nicht einen Viper. Ha. Phantom Assassin ist aber da. So, machen wir es dann mal. Wenigstens die dann fertig. Nehmen wir ihn nochmal mit. Vielleicht kann es nicht sein, wenn wir ihn einfach nochmal so auf der Hand haben. Phantom Assassin ist jetzt Stufe 2. So, Items habe ich keine mehr. Nicht, dass ich hier noch irgendwas vergessen habe. Hiernach kommt noch eine Mob-Runde. Ich glaube, in Runde 35 fliege ich aber spätestens raus. Ich würde gerne, dass er hier fliegt. Aber ich muss natürlich jetzt gegen Unknown, aber ich bin auch auf dem Feld hier aktiv. Mal schauen. Ich hoffe mal, ich gewinne jetzt vielleicht mal gegen Unknown. Aber ich glaube, der hat viel zu viel Magic Damage hier und rasiert uns das Ding. Ja, schaut euch diesen Magic Damage an hier. Wie sieht's hier aus? Er hat uns gemacht. Okay, Platz 4. Ist okay. Haben wir durch sogar Plus-Rank gemacht. Von daher, Platz 4 ist fein. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr seid mit dem Part auch zufrieden. Ist halt jetzt nicht die beste Platzierung, aber ist in Ordnung. Also ich würde sagen, haut da rein und ciao, ciao.